Die Bundesregierung hat weitere 11 europäische Regionen Europas zu Corona-Risikogebieten erklärt. Gewarnt wird vor nicht notwendigen touristischen Reisen, unter anderem nach Dublin, Kopenhagen und Lissabon. Die Warnung gilt auch für weitere Teile von Tschechien, Frankreich, Österreich und den Niederlanden. Grund sind steigende Corona-Infektionszahlen. Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen sich auf Corona testen lassen und zunächst in Quarantäne bleiben. Wirtschaftsminister Altmaier hat sich vorsorglich in häusliche Corona-Quarantäne begeben. Grund ist der Kontakt mit einem Infizierten bei der EU. Auch Außenminister Maas ist in Quarantäne. Beide Minister wurden negativ auf Corona getestet. In Teilen der Münchner Altstadt gilt von heute an auch unter freiem Himmel eine Maskenpflicht. Das Robert-Koch-Institut meldet in Deutschland 2143 neue Infektionen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, deutete im Morgenmagazin von ARD und ZDF Verschärfungen der Schutzmaßnahmen an. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen bei diesen Feiern, vor allen Dingen im öffentlichen Raum. Das wird man so nicht zulassen können. Gegebenenfalls auch über Alkoholverbote, ähnlich wie in München, wie in Bayern, wo man dann in den nächtlichen Stunden unter freiem Himmel da auch nicht mehr so feiern darf. Ich glaube, dass das dringend geboten ist, denn wir sehen, wo die Zahlen nach oben gehen und wir sehen, dass sie nach oben gehen, sogar wieder bei den Schwersterkrankten, auch in der Intensivmedizin. Fragen zum Stand der Pandemie jetzt an meinen Kollegen Christian Baas. Willkommen. Die Bundesregierung hat also 11 Regionen in der EU zu Risikogebieten erklärt. Wie ist die Situation in anderen europäischen Ländern? Die Fallzahlen, die steigen in ganz Europa im Moment an. Also seit Mitte Juli sehen wir einen stetigen Anstieg der Fallzahlen in Europa, eigentlich in allen europäischen Ländern mittlerweile. Wir hatten gestern deutlich über 50.000 Neuinfektionen, die gemeldet worden sind. Und davon waren etwa 30.000 in den im Moment besonders schwer betroffenen Ländern, also in Frankreich, Spanien und Großbritannien. Aber wie gesagt, auch in allen anderen Bereichen, in allen anderen Regionen Europas steigen im Moment die Fallzahlen. Auf der anderen Seite forschen Wissenschaftler ja weltweit an einem Impfstoff. Wie weit ist man da? Also es gibt jetzt drei Unternehmen, die relativ weit vorangeschritten sind, aber wir sehen im Moment, dass halt die Phase 3 der Studien noch läuft. Also das heißt, dass diese Impfstoffe noch in großen klinischen Studien an Zehntausenden Menschen getestet werden. Und wenn es wirklich gut läuft, könnten vielleicht noch innerhalb dieses Jahres einige dieser Studien abgeschlossen werden und möglicherweise, das hängt dann von den Behörden und der Bewertung der Behörden ab, auch diese Impfstoffe dann zugelassen werden. Die meisten werden aber voraussichtlich erst im kommenden Jahr fertig werden mit ihren Studien zu den Impfstoffen. Wenn ein wirksamer Impfstoff da ist, können wir dann alle aufatmen? Naja, da glaubt im Moment von den Wissenschaftlern keiner so richtig dran, denn diese Impfstoffe werden auch keinen hundertprozentigen Schutz bieten, sondern vielleicht bei einer gewissen Zahl von Leuten halt schwere Erkrankungen verhindern und allein dadurch schon dazu beitragen, dass halt diese Pandemie dann vielleicht besser zu handeln ist am Ende. Aber wir werden weiter mit dem Coronavirus leben müssen und es wird jetzt nicht durch diese Impfstoffe dann auf einmal verschwinden. Was ist zu den möglichen Preisen eines Impfstoffes denn bisher bekannt? Also es wird ja viel Geld kosten, nehme ich an. Ja, es gibt jetzt von den Impfstoffkandidaten, die jetzt am weitesten vorangeschritten sind, da gibt es ja auch schon Verträge, die einige Länder mit den Herstellern geschlossen haben. Und daraus kann man dann halt errechnen, was eine Dosis dieser Impfstoffe dann am Ende kosten wird. Es geht insgesamt natürlich um hohe Milliardensummen. Also wenn man jetzt mal sich das anschaut, am unteren Ende der Skala von den Preisen, die im Moment bekannt sind, ist der Impfstoff der Uni Oxford und AstraZeneca, die gemeinsam an einem Mittel arbeiten. Die wollen 2,50 Euro pro Dosis nehmen. Wahrscheinlich sind 2 Dosen nötig, um einen Menschen effektiv impfen zu können, also wirksamen Schutz aufbauen zu können. Bei anderen Herstellern bewegen sich die Preise so für eine Impfung dann zwischen 10 und 50 Euro grob geschätzt. Also das heißt, es sind schon hohe Milliardensummen am Ende nötig, um die gesamte Menschheit oder um möglichst viele Menschen auf der Welt impfen zu können. Bedeutet das im Endeffekt, dass Menschen in den reicheren Regionen möglicherweise leichter an einen Impfstoff kommen?
Ja, danach sieht es im Moment tatsächlich aus. Also es gibt ja schon Vorverträge, die beispielsweise die USA mit sehr vielen verschiedenen Impfstoffherstellern getroffen haben, die halt hunderte Millionen Dosen quasi vorab schon bestellt haben. Auch Europa, die EU und auch Deutschland haben solche Verträge bereits abgeschlossen. Das heißt, hunderte Millionen, wahrscheinlich sogar mehr als 2 Milliarden Dosen sind sozusagen schon vorbestellt für das kommende Jahr. Man weiß noch gar nicht, welcher dieser Impfstoffe am Ende tatsächlich erfolgreich und wirksam sein wird und auf den Markt kommt. Aber es ist jetzt schon klar, dass viele dieser Impfstoffdosen erstmal in die reicheren Regionen dieser Welt geliefert werden, weil halt jetzt schon entsprechende Verträge abgeschlossen worden sind. Das alles passiert vor dem Hintergrund von steigenden Infektionszahlen. Auch bei uns ist das, was wir gerade erleben, die vielbeschworene zweite Welle. Naja, dieser Begriff zweite Welle ist schwierig, weil das impliziert ja, dass es ein Auf und Ab gibt sozusagen wie im Meer. Aber so einfach ist es ja nicht. Wir sehen halt, dass im Moment die Zahlen überall steigen, zumindest in Europa. Das sieht dann aus sozusagen grafisch wie eine zweite Welle. Aber ob es tatsächlich dann auch wieder abebbt, hängt ja in erster Linie davon ab, wie dann die Menschen sich verhalten, ob halt diese goldenen Abstandshygiene-Maskenregeln dann eingehalten werden und ob halt tatsächlich irgendwann auch möglicherweise dann die Infektionszahlen daraufhin wieder zurückgehen. Aber im Moment steigen die Zahlen erstmal und da muss man jetzt schauen, wie man damit umgeht. Soweit mein Kollege Christian Baas. Vielen Dank.